Wenn du ein Zauberer sein möchtest, brauchst du erstmal ein bisschen Theoriewissen. Und dieses Theoriewissen biete ich dir. Und zwar mit den Jumagic Cards. Und heute gucken wir uns die nächsten zwei Karten an. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Also, moin moin Leute, und wie ihr es gerade schon gehört habt, heute die nächsten zwei Karten von Jumagic Cards. Was sind Jumagic Cards? Die Jumagic Cards sind Zauberkarten von mir, wo sehr viel Zauberwissen steht, alles in einem Überblick auf, ich glaube, 33 Karten. Und genau, dann starten wir direkt, ohne viel rumzulabern. Let's go! Kurze Info. Für die Leute, die jetzt noch mehr über die Jumagic Cards erfahren wollen, den Leuten empfehle ich in der Infokarte hier oben einmal das offizielle Review-Video, wo ich alles nochmal genau erkläre. Genau, das ist auf jeden Fall ganz wichtig für die Leute, die jetzt noch nicht ganz verstanden haben, was die Jumagic Cards sind. Den empfehle ich das Video. Und falls ihr noch nicht den Trailer gesehen habt, wo das Ganze auch noch ein bisschen erklärt wird, für die Leute, die es jetzt nicht so intensiv haben wollen, sondern eher kurz und schmackes mit einer coolen kleinen Story, dann empfehle ich euch den Trailer. Den verlinke ich euch auch in der Infokarte da oben. Und eine Sache, die ich generell nochmal ankündigen wollte, denn ich habe gemerkt, dass es nicht so viele Klicks auf das andere Video gab. Das finde ich echt schade, weil der Großteil, also viele Leute auf meinem Kanal, die zaubern ja auch. Und deshalb, wenn ihr jetzt wirklich Zauberer sein wollt, dann empfehle ich euch wirklich, diese Theorie-Sachen euch anzugucken. Wenn ihr keinen Bock auf Theorie habt, Leute, dann sucht euch ein anderes Hobby. Ich sag jetzt mal klar auf die Faust, wie es ist. Weil genau so ist es. Für die Leute, die das Theorie wissen, denen das vorbeigeht, denen Leuten kann ich wirklich die Zauberei nicht empfehlen, denn da steckt nicht nur hier Praxis und zieh meine Karte hinter, sondern da steckt wirklich Theorie hinter. Und wenn ihr euch diese Videos nicht anschaut, dann tut mir leid, das ist einfach Wissen, was ihr braucht. Nur kurz zur Info. Genau, dann starten wir direkt. Die letzten zwei Karten, die wir durchgenommen hatten, waren Zaubererspaten und Zaubereibegriffe. Das Video verlinke ich euch auch in der Infokarte da oben. Jetzt gehen wir zu der Karte Zaubern fordert. Auf Deutsch heißt diese Karte sowas wie, was brauchst du, damit du guter Zauberer bist. Zuallererst auftreten vor Publikum. A und O. Wer zum Beispiel vor Publikum nicht auftreten kann, wer da nur Bammel vorhat, wem es einfach peinlich ist, da auf der Bühne zu stehen oder generell vor Publikum zu stehen, der ist nicht gut für Zaubern. Der ist dann, wenn dann sind Instagram-Zauberer, aber Instagram-Zauberer ist schwierig. Jeder Zauberer tritt eigentlich auf und vor Publikum. Und das musst du auf jeden Fall, das A und O, das musst du auf jeden Fall können. Wenn du ein guter Zauberer bist, dann würdest du davon nicht keinen Schiss haben. Klar hat man Schiss vor jedem Auftritt, aber trotzdem, wenn du dann einfach komplett sagst, nee, ich habe zu viel Bammel, ich mach das nicht, dann ist es schon ganz, 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 ganz dünnes Eis. Auf jeden Fall, das müsst ihr können. Fantasie und Kreativität, ganz, ganz wichtig. Eine Zaubershow müsst ihr euch zum Beispiel ausdenken, da müsst ihr den roten Faden finden, einfach nicht nur Tricks machen. Zu den Tricks, Präsentation und eine Story ausdenken gehört auch zu Fantasie und Kreativität. Und kreativ sein in Tricks ausdenken, sowas generell, ein Zauberer ist kreativ im Köpfchen. Und der kopiert nicht nur irgendwelche Sachen, die irgendwelche anderen Sachen andere Leute machen. Der muss das schon auch alleine, ich sag mal, klarkommen. Und deswegen Fantasie und Kreativität. Es gibt eigentlich, wenn ihr euch mal die guten Zauberer anguckt, ich nenne jetzt keine Namen, aber richtig gute Zauberer, es gibt keine guten Zauberer ohne Fantasie und Kreativität. Das gibt's nicht. Das gibt, nee, das, nee. Nee, 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 das gibt, nee, nee, nee. Nein. Nee, 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 nee. Sprache und Sprechen auf jeden Fall auch ganz wichtig. Wenn du die ganze Zeit so stotterst, also wenn du generell stotterst, dann kannst du da vielleicht ja nichts dafür. Dann müsste man das aber tatsächlich trainieren, dann müsste man dann eine Lösung finden, dass du zum Beispiel nur was zu Musik machst und gar nicht sprichst. Oder ja, das ist dann was anderes.
Deshalb, Leute, ich würde euch auf jeden Fall raten, ihr müsst sprechen können. Ihr solltet, wenn ihr kein Stotterproblem in dem Fall habt, solltet ihr auf jeden Fall euch darüber Gedanken machen, dass ihr frei sprecht, so wie ich jetzt hier gerade einfach Schnauze raus. Und deshalb ist es bei Zauberern auch ganz gut, wenn die sich bei ihrem Skript keine festen Sätze überlegen, sondern nur Stichpunkte, was die in dem Satz sagen. Weil wir sind hier nicht bei einem Gedicht und so müssen alles runterrattern. Deswegen Sprache und Sprechen auf jeden Fall ganz wichtig. Wenn ihr auf Deutsch auftreten wollt, dann müsst ihr natürlich auch Deutsch sprechen können. Wenn ich jetzt auf Spanisch auftreten will, in Madrid irgendwo, keine Ahnung. Ist Madrid in Spanien? Ich glaube schon, ne? Ich kenne mich damit nicht aus, mir ist auch egal. Irgendwo, ja. Spanien. Wenn ich jetzt in Madrid auftreten will, dann muss ich natürlich auch Spanisch sprechen. Wenn ich in Portugal, dann muss ich auch Portugiesisch sprechen. Und so weiter und so fort. Von daher, das wäre dann schon ganz wichtig, wenn ihr Deutsch könnt, wenn ihr in Deutschland auftreten wollt. Genau, dann haben wir noch Verhalten in der Gruppe. Was genau damit gemeint ist, erkläre ich euch jetzt. Zauberer sind nicht alleine. Es gibt Zauberer, die sind komplett auf sich alleine gestellt. Und die sind halt sie, aber komplett halt alleine und ohne irgendwelche Zauberkollegen. Die brauchen dieses gar nicht irgendwie großartig zu Herzen nehmen, bis auf das Verhalten in der Gruppe. Es kann mal sein, so wie ich jetzt hier an dem Tisch sitze, dass hier um mich herum überall eine Gruppe von Leuten steht. Und ich muss natürlich mich hinein in diese Gruppe versetzen. Ich sollte nicht der Zauberer sein, ich sag mal der große Star, der halt nicht in diese Gruppe gehört. Der halt zaubert und halt kein Zuschauer ist. Logischerweise, aber halt in diese Gruppe vereinsetzen, wie du dich da drin, ich sag mal, auch verhältst. Du solltest nämlich auf jeden Fall versuchen, dass du zu deinen Zuschauern gehörst. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also wenn deine schwierig zu erklären, du bist nicht nur Zauberer, sondern selbst von dir Zuschauer. Du bist nicht nur einer, der hier vor den Zuschauern, vor der Gruppe hier, die hier steht, irgendwas macht, sondern du musst dich so hineinversetzen, dass du selber Teil dieser Gruppe bist. Handfertigkeit und Geschick. Fingerfertigkeit musst du auf jeden Fall das können. Ich hatte mal eine Woche oder ein bisschen weniger, nicht zaubern geübt. Einfach kurz meine Auszeit. Und da ist natürlich auch dann ein bisschen mein Training in Bruch gegangen. Deshalb, das würde ich auf jeden Fall nie wieder machen, irgendwie so lange Zauberpause machen. Ich musste dann erstmal wieder die Fingerfertigkeit ein bisschen trainieren. Natürlich konnte ich so halt noch French Shop, alles Mögliche. Ich kann halt eigentlich noch alles, bis auf dass die Haltung ein bisschen schräg aussah. Dafür kann ich euch Übungen empfehlen. Könnt ihr zum Beispiel hier so, das sieht auch ganz stylisch aus, wenn du eine Münze wendest. Ein Finger nach dem anderen schließen, ein Finger nach dem anderen öffnen. Irgendwann kann man das Ganze auch mit beiden Händen, also ich kann es hier mit so ein bisschen auch irgendwie so. Oder was auch cool ist, wer ist noch der irre Zuschauer und erinnert sich an das Video? Na halt sowas. Ein paar Fingertricks so und halt auch, dass du ein gewisses gutes Handling halt hast. Dann auf jeden Fall genaues Arbeiten, weil du baust zum Beispiel irgendwann auch mal selber vielleicht Gimmicks. Im letzten Video habt ihr erfahren, was Gimmicks sind, also ihr wisst, was Gimmicks sind. Gimmicks. Da ist es halt, wenn du da mal ein Gimmick, du solltest auf jeden Fall immer alles genau machen. Du solltest genau deinen Text unter die Lupe nehmen, nicht irgendwie dir vorstellen, okay gut, ich sag, die Münze ist aus dem Jahr 1882. Ich denke nicht nur darüber nach, sondern ich arbeite genau daran. Guck, was passiert, wenn der Zuschauer das sagt, was mache ich dann, wenn der so guckt und wie auch immer. Also genau das Ganze unter die Lupe nehmen und nicht einen Trick. Wenn du dir einen Trick ausgedacht hast, okay, kurz vielleicht mal skripten und sagen, nächste Woche habe ich einen Auftritt auf einem Festival, da kann ich dann den Trick vorführen, ohne dass du den Trick jeweils gemacht hast, weil du musst auf jeden Fall alles genau gucken und das verstehe ich halt unter genau arbeiten. Logisches Denken, also du musst logisch denken, damit ist auch gemeint, wenn du halt jetzt zum Beispiel, du bist jetzt zum Beispiel dir an dem Trick ausdenken, dann muss es natürlich auch alles logisch sein. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Trick machst, wo du sagst, es gab einen Zauberer und dieser hat immer wieder Münzen verschwinden lassen. Und diese Münzen haben sich wieder teleportiert. Dann ergibt das, finde ich, das ist jetzt nicht logisch.
Es ist nicht logisch, dass die Münzen gleich teleportieren, weil du hast ja gerade über den Zauberer gesprochen. Also logisches Denken, du musst logisch sein, was zum Beispiel Tricks ausdenken geht. Und ja, also ihr wisst, was ich mit logisches Denken meine eigentlich, ne? Halt logisch denken und nicht irgendwie was. Ich kann es nicht so richtig formulieren. Logisch denken. Logisch bleiben. Sachlich bleiben. Dann habt es. Genaues Beobachten. Ihr müsst eure Zuschauer. Das ist jetzt bei mir der Fall. Jamie und ich werden jetzt bald auch ein bisschen halt so ins Tablehopping gehen. Tablehopping halt Close-Up. Wisst ihr, was Close-Up ist? Habt ihr im letzten Video gesehen? Also im ersten. Im letzten Magic Cards Video meine ich. Da muss ich zum Beispiel auch die Zuschauer genau beobachten, damit ich die Erfahrungen sammle. Da muss ich gucken, wie gucken die jetzt auf meine Hände? Sollte ich lieber den Trick weglassen, wenn ich da eine Münze pamiert habe? Vielleicht guckt der da einfach zu intensiv hin, dass es einfach zu verdächtig ist und zu anfällig ist. Von daher, da müsste man sich auch Gedanken machen und immer genau beobachten, genau die Zuschauer beobachten, aber genau auch andere Zauberer beobachten. Wie machen die das bei Auftritten? Welche Tricks haben die so? Einfach nicht nur gucken, unterhalten lassen, sondern wirklich als Zauberer auf alles Mögliche achten. Vor allem auf die Zuschauer. Ja, dann haben wir die Zaubern-Fordert-Karte einmal abgehakt. Jetzt kommt die Karte Erfolg beim Zaubern. Also wie hast du erfolgt? Ich sag jetzt einmal. Erstens lege ich auf ein festes Thema in deiner Zauberkunst fest. Ich habe das zum Beispiel, also erstmal ein festes Thema, auf das du dich spezialisierst, damit du nicht hier Bälle hast, da Rubik's Cube, da Münzen, dann vielleicht da mal Karten, dann vielleicht da mal Gummis. Ich habe zum Beispiel mich auf Münzen festgelegt und das intensiv, ich sag mal, studiert. Ich habe es nicht studiert, aber ich habe mich so damit gefasst, dass ich es praktisch gesehen studiert habe. Und das Ganze solltet ihr auch machen. Ich habe jetzt in dem Fall das Ganze mit Münzen gemacht und ihr macht das Ganze dann vielleicht auch mit einem anderen Requisit. Und erst wenn du ein Requisit so hart durchgearbeitet hast, kannst du dich an die nächsten wenden. Also ein Thema in deiner Zauberkunst bei Jamies Video werde ich in der Infokarte auschecken, ist zum Beispiel Karten. Und er hat sich mit Karten beschäftigt. Macht mittlerweile auch andere Sachen, aber ich mache ja auch andere Sachen. Aber halt, das tut ich mein Grund, Stein in der Zauberei ist einfach Münzen. Genau. Zweitens, übe deine Tricks. Natürlich, dann musst du deine Tricks üben. Ich glaube, das sollte euch mittlerweile verständlich sein. Auf jeden Fall deine Tricks üben, üben, üben. Am besten mehrere Stunden am Tag. Vielleicht erstmal lieber einen Trick vornehmen und nicht alle durcheinander. Sonst kommst du komplett im Kopf durcheinander. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, vielleicht erstmal eine Sache vornehmen oder vielleicht zwei, drei. Dass es auf jeden Fall nicht zu viel ist. Aber auf jeden Fall üben. Okay. Drittens, such dir einen Vertrauten, der dir Tipps geben kann. Bei mir ist es in dem Fall mein Dad, der kann mir Tipps geben. Mein Bruder kann mir Tipps geben. Aber auch andere Zauberer, Vertraute halt. Zauberer und Leute, die du Sachen anvertrauen halt kannst. Dann, viertens, zeige deine Tricks immer erst ausgewählten Personen vor. Das gehört zu dir zum Punkt 3. Sondern du solltest nicht random irgendwie deinen Trick vorführen. Ich führe die meisten meiner Tricks anderen Zauberern, meinem Dad oder Jamie erst vor, bevor ich sie dann wirklich an fremde Leute zum Beispiel auf Instagram veröffentliche oder sonst was. Weil dadurch können die dir Tipps geben und können, weil sie sind ja in dem Fall entweder selber Zauberer, ist sogar auch sehr gut, aber ist nicht immer so gut, weil du halt weißt, wie es geht. Oder halt auch als Vertrauter von dir kannst du das Ganze auch machen. Ein Vertrauten, den ich das zeige, der mir dann Tipps geben kann. Ob er jetzt nun selber Zauberer ist oder nicht, ist eigentlich komplett egal. Jedenfalls sollte er dann auch wissen können, wie gesagt, wie das Ganze geht. Dann auf jeden Fall ganz wichtig, nimm an Wettbewerben teil. Nimm an Wettbewerben teil ist ein Erfolgs-Ding. Ich habe zum Beispiel auch viel Erfolg durch die Eichbauers Magic School bekommen. Ich glaube, es müssten jetzt mittlerweile alle wissen, was das ist.
Da habe ich sehr viel Erfolg durchbekommen. Dadurch, dass ich auch gewonnen habe dann mit meinem Bruder, habe ich dazu auf jeden Fall Reichweite bekommen. Und sowas solltet ihr auch machen. Falls du irgendwo im Internet siehst, hier mach mit, gewinn das und das. Wieso nicht? Alle Chance, egal wie klein der Wettbewerb ist, egal wie viele Leute da mitmachen, egal wer da mitmacht, egal was es für ein Wettbewerb ist. Es geht bei allen so, wenn ich jetzt Pferdereiten mache, dann würde ich auch bei Wettbewerben teilnehmen, klar. Wieso nicht? Ja, das waren alle Karten für heute, Leute. Erfolg beim Zaubern und Zaubern fordert, ganz wichtig. Und ich kann es nur wiederholen, wenn ihr keinen Bock auf diese Theorie-Serien habt, sucht euch ein anderes Hobby. Genau, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen zwei Karten auch schon mal auf jeden Fall weiterhelfen. Dann, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, abonniert den Kanal, liked das Video. Also, werdet zum YouTube-Zauberer und abonniere. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, Alter. Gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Naja. Ciao.